Spec Ops the Line, 10. Folge. Nach einer Wahnsinnsschlacht hier in der letzten Folge. Was ist passiert? Die Atmung hat ausgesetzt. Der Sand. Du stirbst mir nicht, Mann. Du musst dich für deinen Scheiß verantworten. Komm schon. Hör auf, Mann. Er ist tot. Scheiße! Scheiße, was ist das? Eine Karte. Ich schätze Ghouls Einsatzplan. Das ist das Gate, von dem die Rede war. Na und? Ghoul war sogar bereit, dafür zu sterben, Lugoch. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Wir sind hier auf dem Präsentierteller, Walker. Okay, vorwärts. Bewegung. Was ich ganz nett finde, ist mir gerade aufgefallen, während, ja, das Snipergewehr, das ich jetzt hier, ne? Der Raketenwerfer scheint mir ein bisschen nützlicher zu sein. Was ich ganz nett finde, in den Story-Sequenzen ist immer, wenn das jemand filmen würde, da wackelt die Kamera immer so ein bisschen. Das finde ich ein ganz cooles Stilmittel. Und ja, weiter geht's. Mal sehen, was uns so passiert. Kommt ihr mit? Ja. Schön. Wie kann ich das aufmachen? Ah, ich kann das gar nicht aufmachen. Das müssen die zwei machen. Es ist zum Kotzen. Was meinst du damit? Es sind Menschen gestorben. Nicht nur Soldaten und Zivilisten, auch Ghoul. Unsere beste Chance, hier rauszukommen. Reg dich ab, Lugo. Wir hätten nichts machen können. Komm mir nicht mit abregen. Wir haben doch keine Ahnung, was wir hier tun. Ja, ganz recht. Wenn du auf Ghoul vertraust, hast du echt keine Ahnung. Mann, mir reicht's mit dem Scheiß. Fick dich! Ich tu wenigstens meinen Job. Du bist doch der, der am liebsten immer abwartet, bis sich die ganze Scheiße von selbst regelt. Meinst du, ich sehe gern Menschen sterben? Hä? Meinst du, ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen? Hört auf. Hä? Schluss jetzt! Aufhören, alle beide! Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Also dann. Alles klar? Ja. Lugo? Ja, Sir. Gut. Also dann weiter. Ach ja. Ein Mann der Tat. Achievement, wo muss ich Kapitel? Nach Ghouls Karte liegt das Gate direkt vor uns. Männer der 33. Tief bestürzt berichte ich, dass dieser sinnlose Krieg noch mehr Brüder das Leben gekostet hat. Doch fasst euch, denn durch ihr Opfer haben sie Agent Ghoul, diesen miesen Schurken, direkt in die Hölle geschickt. Drum lasst den Mut nicht sinken. Agent Rix und die Männer der Delta Force, sie sind die Nächsten. Okay. Also diesem Radio ist es. Also prinzipiell habe ich es doch richtig verstanden. Oder diese 33. ist die, die eigentlich unter der Führung von diesem Conrad war. Ist aber jetzt unter der Führung von diesem Typ da, den wir nur bisher per Funk gesehen haben. Oder gehört vielmehr. Und die sind einerseits eigentlich böse, aber irgendwie killen sie auch. Nee, und die CS. Nee, jetzt komme ich durcheinander. Doch, die CIA. Das sind die, die hier irgendwie Zivilisten abschlachtet, aber das haben doch die 33. haben das doch gerade auch gemacht, oder? Ich bin verwirrt. Boah. Das muss dieses Gate sein. Adams, kümmere dich um die Wache. Bin dabei. Oh, oh, das sind aber sehr viele. Ja.
Okay, Logo. Wer ist unser Gegner? Eine Armee. Grob geschätzt. Allerdings. Wie kommen wir da durch? Das könnte helfen. Okay, mach's klar. Das ist wohl ein Witz, oder? Das ist weißer Phosphor. Ich weiß, was das ist. Ihr wisst, was das Zeug anrichtet. Das können wir nicht. Wir haben vielleicht keine Wahl, Logo. Man hat immer eine Wahl. Nein. Haben wir nicht. Freunde, wenn ihr in diesem Spiel. Wenn ihr in diesem Spiel schon die ganze Zeit damit angebt, dass ihr so tolle Entscheidungen habt, dann lasst mich doch beispielsweise jetzt mal entscheiden. Ich verstehe das echt nicht, oder treffe ich hier die ganze Zeit schon irgendwelche Entscheidungen und hätte schon die ganze Zeit irgendwas anderes machen können? Ich verstehe es nicht. So, aber jetzt erstmal in Ruhe gucken. Oh, der da unten hat gerade gemerkt, dass die Wache fehlt. Ich habe keine Ahnung, ob wir uns beeilen sollten. Ich will mich auch ein bisschen umgucken hier. Vielleicht liegt hier irgendwas, was wir mitnehmen können. Ich will das jetzt mal gucken. Vielleicht müssen wir diesen Phosphor gar nicht einsetzen. Da ist das hier vermutlich die weiße Phosphorszene. Vielleicht müssen wir den ja gar nicht einsetzen. Ich hätte kein Problem damit, weil... Mörser einsetzen, ja, das ist das Phosphorzeug. Können wir das auch einfach jetzt so machen, ohne das? Ohne das Zeug, hm? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Theoretisch schon, aber wahrscheinlich... Scheiße. Okay. Super, toll. Naja, wir probieren es jetzt einfach mal, ob es ohne geht. Ganz schön uneffektiv, die Raketen. Ich hätte mir das irgendwie ein bisschen durchschlagskräftiger vorgestellt. Eieiei. Ich hätte jetzt gerade ehrlich gesagt echt, wo die es so gesagt haben, ein bisschen erwartet, dass ich jetzt entscheiden kann, ob ich das Phosphorzeug einsetzen will oder nicht. Aber anscheinend ja hält sich unsere Wahl da eher in Grenzen. Na, blindfeuern hilft hier gar. Okay. Das würde mich jetzt aber echt. Kann ich das jetzt sozusagen ohne das Zeug machen und treffe dadurch die Entscheidung, dass ich die Leute nicht auf diese brutalste Weise, wie es irgendwie geht, killen will, oder? Weil er hat ja gerade gesagt, wir haben keine Wahl. Ich mach's jetzt mit, was soll's? Es geht jetzt nicht anders anscheinend. Alles klar. Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Oben, auf dem Balkon. Da, Eindringlinge. Kamera online, Sir. Zielerfassung online. Bereit? Wir wären dann soweit. Weil das ist einfach nur... Das ist wirklich grausam. Also Phosphor ist echt... Warte es auch, ich habe mein mündliches Abitur über... Über den Vietnamkrieg. Wo das ja auch großteils sehr zum Einsatz kam. Oder auch Agent Orange beispielsweise. Das ist ja auch was ähnliches. Deswegen tue ich das hier gerade echt wirklich wieder meines Willens. Aber ihr seht, wie schnell das jetzt so geht. Und vorher, das hätte nie und nimmer geklappt. Ich soll das Zeug eigentlich nicht unbedingt auf Panzer schießen. Oh mein Gott. Sind das alles? Ich hoffe, das sind keine Zivilisten. Ich glaube aber nicht. Was? Ich höre gar nicht zu. Ach, guck mal, man sieht sogar unsere Spiegelung in dem Laptop. Das ist natürlich cool. Keiner rührt sich mehr. Okay. Das war's. Er hat recht, Walker. Okay. Das war's. Ja, und ich fand das jetzt nicht besonders schön. Ich will beim Gate sein, bevor Verstärkung anrückt. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Die sind aber auch selber doof, warum lassen die sowas auch hier liegen und nur von einem Mann bewachen? Also, nee, ich will das jetzt nicht auf die schieben. Also es ist wirklich so, sag mir das mal, es gibt ja glaube ich zwei oder drei Leute, die das schon gespielt haben. Schreibt mir das in den Kommentar, hätte ich das jetzt anders machen können? Hätte ich das einfach nur mit meinen normalen Waffen machen können? Beziehungsweise, das hätte ich bestimmt machen können.
Aber hätte das was verändert im, irgendwie im Storyverlauf oder meiner Moral oder sonst was? Hätte ich das ändern können, sinnvollerweise? Das war zu viel. Nicht reden. Was hast du gesagt? Er meint, der Rauch ist giftig. Halt lieber den Mund. Ja, klar. Großer Gott. Ja. Los, kommt weiter. Oh, leck mich am Arsch. Scheiße. Schon, Mann. Wir können nichts für ihn tun. Oh. Alter. Komm jetzt. Er ist schon tot. Warum? Habt ihr euch selbst eingebrockt? Wir wollten helfen. Was? Oh nein. Sind das Zivilisten? Wo kommen die her? Hier gibt's kein Lager. Die haben sie aus dem Nest verschleppt. Aus dem Hotel an der Sturmwand? Nein, nein, nein. Das hier können nicht die entführten Zivilisten sein. Unmöglich! Doch sie sind's. Darum hat Gould den Laden gestürmt. Er wollte gar nicht das Geld. Er wollte seine Leute retten. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Hugo. Aber so ist es. Er wollte es nicht hören. Keine Wahl. Er hat uns zu verdammten Kindern gemacht. Jetzt reicht's, Arschend. Nein. Nein. Reicht dich zusammen. Hörst du? Wir müssen weiter. Was? Hier kommt jeden Moment Verstärkung an. Wir müssen weiter. Aber Walker, du willst... Ich sorg dafür, dass die Schweine büßen für ihre Taten. Also seid ihr dabei oder nicht? Alter. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, dass dieses Spiel nichts kann, außer billigen Shooter-Einlagen und schlechter Steuerung. Boah. Also ganz ehrlich, das ist... ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mich regt es jetzt gerade in sich nur auf, dass ich nicht weiß, ob ich das hätte verhindern können. Aber das kann ja nicht sein. Das ist jetzt so ein Teil dieser Story. Oder gibt's, hätte es da jetzt wirklich auch eine andere Cutscene gegeben, mit, dass wir die gerettet hätten dann? Hätte, ging das? Ich will das wissen. Hätte das funktioniert? Oder, weil ich meine, theoretisch schon hätte ich jetzt alle von da oben aus, aber ihr habt doch gesehen, da unten waren Panzer, weiß ich wie viele und weiß ich wie viele Soldaten. Das hätten wir doch nie und nimmer überlebt, die alle. Da hätten wir allein die Munition nicht dafür gehabt. Aber das wäre mir jetzt wirklich wichtig. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wer es weiß, ob ich das irgendwie hätte verhindern können. Hätte ich es irgendwie schaffen können, da durchzukommen und die Zivilisten nicht zu töten und allgemein nicht diesen scheiß Phosphor einzusetzen. Weil, Alter, das ist schon krass. Ja, ich glaube auch, wir machen jetzt mal kurz eine Pause.
Und dann gucken wir, dass wir in der nächsten Folge ja, vielleicht ein bisschen Wiedergutmachung betreiben, wobei sowas nicht wiedergutzumachen ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.